Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euch ja noch die Winterverbräuche schuldig mit den Winterreifen. Da das ein bisschen komisch oder ein bisschen kurzes Video gewesen wäre, habe ich mir gedacht, okay, ich mache ein Video auch noch mit ein paar Tipps fürs Fahren im Winter von einem Tesla. Ja, legen wir mal los. Grundsätzlich gilt das meiste, das ich natürlich heute sage, für auch andere E-Autos. Ich habe halt ein Model Y von Tesla und darum beziehe ich mich hauptsächlich darauf. Darum werde ich heute den Verbrauch von unserem Tesla Model Y mit euch teilen. Vor allem jetzt auch gerade bei den tiefen Temperaturen. Wir hatten jetzt minus 9, minus 10 Grad am Abend, in der Nacht sogar teilweise bis zu minus 15 Grad. Und das ist dann schon ordentlich Wintertemperatur. Und anschließend werde ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr mit einem Tesla im Winter ein bisschen Reichweite mehr bekommt. Das Kältegift ist für ein Elektroauto oder auch ein Plug-in-Hybrid, das ist hinlänglich bekannt. Ein Elektroauto muss grundsätzlich seine Wärme für den Innenraum mit Strom erzeugen. Glücklicherweise hat jetzt unser Tesla Model Y eine Wärmepumpe. Hat man die nicht, dann braucht man natürlich noch mehr Strom, um das Fahrzeug zu erwärmen. Aber auch die Batterie selbst muss auf Betriebstemperatur gebracht werden. Dazu habe ich dann später noch einen Tipp, wie ihr das zumindest vor der Abfahrt einigermaßen regeln könnt. Ja, der Verbrauch von unserem Tesla Model Y mit den Winterreifen hat sich ja dann auf längere Strecke jetzt so bei 18,8 bis 19,5 Kilowattstunden eingependelt. Das war in Ordnung, also da war auch immer viel Autobahnfahrt dabei. Das ging. Ja, und jetzt bei diesen aktuell echt tiefen Temperaturen, also minus 9 Grad haben wir zum Beispiel, da sind wir bei den ersten 7 Kilometern bei 31,6 Kilowattstunden, was natürlich schon ordentlich ist. Auf längere Strecke hat sich's dann aber eingependelt bei, muss ich selbst mal schauen, 24,5 Kilowattstunden. Ist natürlich schon wesentlich mehr als im Sommer, also fast 10 Kilowattstunden mehr. Und wenn wir das ausrechnen, rechnen wir einfach mal ganz grob jetzt mit 30 Cent, was wir zu Hause zahlen, sind es halt 3 Euro mehr auf 100 Kilometer. Und nachdem jetzt die Dieselpreise wieder fallen, ist der Vorteil von einem Elektroauto natürlich im Winter wesentlich geringer als im Sommer. Und natürlich müsst ihr auch bei längeren Fahrten beachten, dass natürlich eure Reichweite wesentlich geringer ist als vorher. Ich sage jetzt mal, es ist ja fast ein Drittel mehr. Das heißt, ihr habt auch ein Drittel weniger Reichweite. Also ich sage mal so um die maximal 300 Kilometer mehr schafft er im Winter nicht. Also Autobahnfahrt war jetzt da viel dabei. Was ich aber zumindest positiv bemerkt habe, der Tesla hat auch den neuen Verbrauch ziemlich exakt vorhergesagt. Also wir sind also 41 Kilometer gefahren und hatten 245 Kilowattstunden gebraucht. Desto weiter man fährt, desto weiter geht natürlich der Verbrauch herunter im Schnitt, weil der Akku ja dann warm ist. Aber er hat mir das auf diese kurze Strecke exakt vorhergesagt, mit wie viel Prozent ich ankomme. Und das hat echt gepasst. Also das heißt, der Bordcomputer passt sich der Situation anscheinend auch an. Den Energieverbrauch eures Fahrzeugs könnt ihr ja seit einiger Zeit direkt im Tesla abrufen. Nicht nur, was ihr verbraucht habt, sondern jetzt detailliert. Da geht ihr hier auf Fahren und dann seht ihr hier unten Fahren, Klima, Batteriekonditionierung, Höhe und alles andere. Und da seht ihr, für was ihr was verbraucht habt. Und wenn natürlich jetzt die Klimaanlage viel zu viel verbraucht, also sie braucht normalerweise im Schnitt so um die 2% von eurem Fahrzeug. Wenn ihr da mehr habt, dann gibt es natürlich Möglichkeiten oder Batteriekonditionierung. Wenn die zu oft zu viel Strom braucht, dann könnt ihr das auch hier regeln. Es gibt einige Maßnahmen, um zum Beispiel jetzt die Reichweite von dem Fahrzeug und auch den Stromverbrauch zu reduzieren. Beispielsweise, wenn ihr einsteigt und das Fahrzeug ist kalt, weil ihr nicht vortemperiert habt, dann schaltet die Sitzheizung ein und die Lüftung nur auf normaler Stufe und nicht auf voller Gebläsestufe, denn die volle Gebläsestufe braucht wesentlich mehr Strom als die Sitzheizung. Klingt irgendwie komisch, weil man sich ja denkt, da wird was erwärmt, aber
es ist wirklich so, die Sitzheizung braucht weniger. Und wenn ihr die auf 3 stellt, kurze Zeit, dann ist es sofort behaglich warm am Körper. Vielleicht auch noch die Lenkradheizung. Und die könnt ihr aber ziemlich schnell wieder runterschalten. Wohingegen das große Fahrzeug zu bewärmen oder halt Wärme in das Fahrzeug zu bringen mit Gebläse und Heizung wesentlich länger dauert. Und damit ihr auch braucht ihr auch viel Strom. Und wenn es euch wirklich auf Reichweite ankommt, weil ihr sagt, ich muss schauen, dass ich mit dem Akku jetzt noch irgendwo hinkomme, dann stellt die Innentemperatur von 22 auf 18 Grad oder 19 Grad runter. Diese 3 Grad machen unheimlich viel aus, was den Stromverbrauch angeht. Wie viel genau an Reichweite das gibt, das kann ich jetzt euch leider nicht sagen. Mir war es zu kalt bei minus 9 Grad, das zu testen. Und der letzte Tipp, wenn hinten keiner sitzt, dann schaltet einfach das ist ja eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, schaltet die hintere ab. Da hinten muss nicht das Gebläse mitlaufen. Die Wärme geht ja trotzdem nach hinten, aber ihr braucht hinten kein Gebläse. Und passt vielleicht auch noch auf, dass die Sitzheizungen nicht an sind. Ja, soviel jetzt zum Verbrauch von dem Tesla und nun noch ein paar Tipps, wie es sicher mit dem Tesla durch den Winter kommt. An was viele zum Beispiel im Winter gar nicht denken, ist die Rekuperation von dem Fahrzeug. Gerade auf vereisten, schneebedeckten Straßen kann es natürlich vorkommen, dass ihr hier abrupt ins Rutschen kommt. Denn wenn ihr die Bremse tretet, da seid ihr ja vorbereitet drauf, dass es vielleicht glatt sein könnte und ihr rutschen könnt. Geht ihr aber vom Gas runter und die Rekuperation setzt voll ein, dann könnt ihr auch die Traktion verlieren und da ist man dann wirklich manchmal unvorbereitet. In dem Fall könnt ihr entweder den Modus auf Kriechmodus oder auf Rollen umstellen. Damit setzt die Rekuperation nicht so stark ein, dass es praktisch komplett runterbremst das Fahrzeug, sondern bremst es nur langsam ab. Dazu wählt ihr einfach anstatt dem Stoppmodus Halten den Stoppmodus Kriechmodus, dann fahrt ihr halt langsam weiter oder gleich auf Rollen, dann wird gar keine Rekuperation eingesetzt und somit können die Reifen jetzt auch aufgrund dieser Rekuperation oder Energierückgewinnung nicht blockieren oder an Haftung verlieren. Außerdem kann es euch auch passieren, dass im Winter die Batterie sowieso gar keine Rekuperation annimmt. Und dann erschreckt er auch plötzlich, wenn er nämlich auf eine Kreuzung zufahrt und wie immer mit dem Pedal-Driving das Fahrzeug abbremsen wollte und ihr schießt drüber, weil es keine Rekuperation gibt, weil der Akku nichts aufnimmt. Das seht ihr immer an diesen grauen Punkten oben in der Anzeige. Je weiter die nach rechts, also zur Mitte hingehen, desto weniger Rekuperation habt ihr. Und wenn es in der Mitte ist, habt ihr gar keine. Da habt ihr dann auch dieses kleine grüne Pfeilsymbol hier links an der Seite. Das sagt euch, dass es gerade eingeschränkt ist. Und wenn dann die Batterie warm ist und ihr habt euch jetzt schon wieder daran gewöhnt gehabt, dass keine Rekuperation da ist, setzt sie plötzlich wieder voll ein, weil die Batterie auf einmal wieder Strom aufnimmt. Also im Winter einfach dran denken, die Rekuperation je nach Fahrbelag vielleicht auch mal auszuschalten. So viel bringt sie jetzt nicht an Energie zurück, aber an Sicherheit, wenn ihr sie ausschaltet, schon. Fraglich ist natürlich auch, ob man bei schneebedeckten und eisigen Straßen die volle Performance von dem Tesla braucht. Ihr könnt eh nicht voll Gas geben, aber wenn ihr eben die volle Performance habt, dann ist ja die volle Kraft auch da. Das heißt, es kann schon einmal passieren, dass man ins Rutschen kommt. Daher schaltet auf jeden Fall bei schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen euren Performance oder halt euren Beschleunigungsmodus von Standard auf lässig. Ihr habt immer noch ausreichend Leistung, auch bei lässig. Aber wenn ihr dann natürlich mal aufs Gas geht, dann zieht er nicht sofort so stark an. Klar hatte ich bisher immer Frontantriebfahrzeuge und habe auch schon die Henkung öfter auf meinen Fahrzeugen gehabt im Winter. Aber in Kombination mit dem Tesla und den Henkung Evo 2 bin ich mega begeistert. Klar, wenn ich mal Gas gebe, dann rutscht er mal ganz kurz, aber er ist sofort wieder in der Spur. Also ich bin echt begeistert. Für mich in der Kombination mit dem Fahrzeug ein absoluter Preis-Leistungs-Schlager. Jetzt gerade die letzten Tage hatten wir Eisregen. Und da hat sich ein Tipp bewahrheitet: Verzichtet aufs Einklappen der Spiegel im Winter. Denn wenn das wirklich so eingeschneit, so eingeeist ist und ihr macht das Fahrzeug auf, dann versucht der Motor das aufzumachen und also die Spiegel aufzuklappen. Und der kämpft sich echt ab, wenn er da
nicht vorankommt. Es kann so weit kommen, dass ihr den Motor sogar beschädigt. Habt das aber mal vergessen, eure Spiegel nicht einzuklappen und ihr möchtet sie ausklappen, bevor ihr das Fahrzeug öffnet, empfiehlt zum Beispiel auch Tesla, die Spiegel mit Hand manuell auf- und wieder zuzuklappen, damit das Eis drin bricht. Und dann könnt ihr sie automatisch aufklappen lassen. Wenn ihr wisst, wann ihr losfahren wollt, dann empfehle ich euch über die Tesla-App, euer Fahrzeug vorzuklimatisieren. So wie man es im Sommer abkühlt, kann man es natürlich im Winter erwärmen. Hat den Vorteil, Scheibenwischer, die angefroren sind, sind schon aufgetaut. Die Scheiben müsst ihr nicht mehr abkratzen. Ihr habt nicht irgendwann mal diese komischen Kratzer vom Eiskratzer auf euren Scheiben. Und die Batterie wird vorkonditioniert. Das heißt, während der Fahrt habt ihr dann schon mal auf den ersten Kilometern nicht mehr Verbrauch. Weil normalerweise, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, wenn ihr damit fahrt, dann hört ihr da ein lautes Geräusch. Das ist das Vortemperieren von der Batterie. Das fällt dann weg. Ist natürlich besonders vorteilhaft, wenn man zu Hause laden kann und das Ding eh noch an der Steckdose hängt. Ja, und wenn ihr das Fahrzeug, wie ich jetzt die letzten Tage, als Eiskugel vorfindet, dann gibt's immer noch die Möglichkeit, über die App das Fahrzeug zu enteisen. Da wird dann richtig viel Energie verbraucht, aber das Fahrzeug ist in 0, nix. Zumindest im Innenraum und die Scheiben wieder frei. Die Scheinwerfer müsst ihr selber per Hand frei machen, denn die werden sich auch während der ganzen Fahrt nicht frei machen, denn ihr habt ja keine Temperatur mehr vom Motor. Das heißt, die müsst ihr wirklich frei machen. Ich wurde schon von der Polizei angesprochen, dass da noch Schnee drauf ist und ich hab gar nicht dran gedacht, dass das ja noch sein könnte. So, ich hoffe, die Infos und Tipps helfen euch sicher über den Winter ohne Ausfälle. Zu guter Letzt möchte ich mich aber noch bei allen Zuschauern bedanken. Also es sind wesentlich mehr geworden, als ich jemals gedacht habe. Ganz herzlichen Dank auch an die vielen Abonnenten. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil es war ja eigentlich nur als, ja, für die 2 Jahre, wo ich das Fahrzeug fahre, als Erfahrungsbericht für andere Elektrofahrer oder Tesla-Fahrer. Ja, das hatte mich anfangs sogar ein bisschen unter Zugzwang gesetzt, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt auch wirklich regelmäßig Videos bringen für die Abonnenten. Aber ich habe einfach die Zeit nicht dazu und ich mache halt immer dann jetzt Videos, wenn es was Interessantes zu sagen gibt, wie jetzt eben mit dem Winterverbrauch und auch die Tipps. Aber ansonsten hoffe ich, verzeiht er mir, wenn die Videos bei mir einfach unregelmäßig kommen. Denn auf Krampf möchte ich nicht irgendwas produzieren, bloß damit jetzt da ein Video da ist. Das habe ich nicht vor. Das nächste, wo ich euch jetzt dann mitnehme, ist unser Roadtrip nach Dänemark. Bis jetzt sind wir ja immer mit dem Diesel gefahren. 1400 Kilometer am Stück hat er gepackt. Jetzt fahren wir mit dem Elektro, auch in der Kälte jetzt. Wird interessant, wie wir da hochkommen. Aber das erfahrt ihr dann in einem der nächsten Videos. Ansonsten war's das für dieses Jahr. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, wir sehen uns da wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.